Hier ist wieder Plainpron, heute mit einer neuen Let's Play-Folge mit dem Link & Co. 02 Hatchback. Ja, wir gehen heute auf die technischen Daten ein, dieses wunderbaren Fahrzeugs, und wir schauen unter der Haube, weil ich muss euch gleich die Fahrzeugkategorie erzählen, die ich Ihnen eher einschätzen würde. So, der Link & Co. 02 ist ein Crossover-SUV, also ein Crossover Sport Utility Vehicle. Jetzt sagen wir mal so, abgekürzt also wie ein Stadtgeländewagen mit erhöhter Bodenfreiheit und einer Selbsthaltung. Also, das Design ist quasi an einem Geländewagen angelehnt. Muss aber nicht gleich bedeuten, dass er auch nicht geländetauglich ist. Aber ja, wir gehen jetzt so ein bisschen auf die technischen Daten ein und auf die Motorisierung, weil ein Crossover-SUV hatten wir schon mal eines anderen Herstellers. Und wir versuchen mal den Begriff Cross, ja, Over-SUV so ein bisschen sozusagen der Spitz- und Spottnamen. Ja. Viele verspotten diese Fahrzeuge erstens im Zusammenhang mit der Kritik an den SUVs, hier Abschnitt Kritik, aber sagen wir mal so, der Spottname entstand. Panzerähnliche Fahrzeuge, ja, Stadtpanzer, Mutti- und Hausfrauenpanzer, ja. Super, oh ja, irgendwas das, Suburban Assault Vehicle, okay, ein Angriffsfahrzeug, das wusste ich jetzt nicht, Chelsea Traktor, gut. Ja, okay. Jetzt wird es immer abgewiesen. Also, es ist ein Wagen, der eigentlich im Grunde genommen nicht geländetauglich ist, sondern so ein leicht hochgebockter Wagen. Bestes Beispiel der Golf 2. Der Golf 2 Country ist so ein typisches Crossover-SUV und ja. So einer der ersten, kann man wohl sagen. Also ein Golf 2 Country wird nicht jeder kennen, aber es ist ein Golf 2, der nur hochgebockt ist und nicht so geländetauglich eigentlich ist. Er ist eigentlich fürs Gelände gemacht. So. Wir gehen jetzt auf die technischen Daten des Hatch Link & Co. 02 ein und wir gucken jetzt unter der Haube. Wir haben unter der Haube diesmal kein Hybridsystem, das die Sportlichkeit bringt, sondern ein reiner Verbrennungsmotor. Wir haben unter der Haube einen 2 Liter rein Vierzylindermotor, diesmal 2 Liter Hubraum. Link & Co. bedient sich ja auch aus dem Teileprogramm, auch, arbeitet ja auch, also sagen wir mal so, Link & Co. gehört zum Geely-Konzern und da ist auch Volvo drin und man nutzt quasi dieselbe Plattform. Heißt quasi, der Volvo XC40 nutzt auch diese Plattform und ja, also wir müssen uns nicht wundern, wenn wir auch Technik haben von Volvo. Wir haben einen 2 Liter Turbomotor mit sage und schreibe 254 PS, also umgerechnet 187 kW. Dieser Motor bringt 350 Newtonmeter auf die Vorderachse nur, ja, und es wird verwaltet mit einem 8-Gang Automatikgetriebe. Top Speed liegt bei 230 km/h, ja, besonders schnell ist er nicht, und in 0 auf von 0 auf 100 ist er in 6,2 Sekunden. Also das ist schon mal flott. Aber vom Gewicht her habe ich jetzt keine genaue Angabe. Da liegen die Fahrzeuge zwischen 1426 und 1729 Kilogramm. Also fast 1,8 Tonnen. Aber noch davon entfernt. Mit Fahrrad sind wir schon bei 1,8 Tonnen. Ja, im Motorraum sind wir eigentlich fast schon nichts. Also ja. Wir machen wieder alles zu. Und das Design hatte ich ja gesagt irgendwann mal. Oder hatte ich das überhaupt mal gesagt? Das ist eher, also das Link & Co. Front Design gehört eher für ein SUV. Aber wir haben ja die Limo gefahren schon. Und ja, die fuhr sich ja nicht schlecht. Und dementsprechend schauen wir mal im Innenraum, wie der Wagen hier sonst noch aussieht. Jo, und ja, typisch Bildschirme. Und ich habe das Gefühl, man hat bei BMW geguckt wegen den Nähten. Wegen M-Design. Aber wir haben hier nur zweifarbige Nähte, also zum Glück ruft keiner bei BMW an, bei der EMG MBH in China an und sagt, ihr habt was kopiert. Ja, es ist ein Hotchat, also ein Hatchback, also ja, also mit diesem stark schräg abfallenden Heck. Und wir gucken mal einfach, ja,
Wir haben einen großzügigen Kofferraum und ja, für ein SUV, ein Crossover-SUV, ist er einfach bullig, interessanterweise. Also ich finde den eher, schätze ich eher als Kompaktwagen ein. Und ja, wir schauen mal kurz in der Fahrzeugklasse, wo er eigentlich hingehört, und der gehört zu Hot Hatch. Ja, der habe ich den auch gesehen, weil es ist mehr Hot Hatch als SUV und er hat einen starken Konkurrent, auch in den bei den Hot Hatches. Und er muss sich den Vergleich eines Renault Megane RS leider gefallen lassen. Ja, leider, da muss er sich jetzt vergleichen lassen und sich messen. Und der Top-Kandidat eigentlich wäre der Mini John Cooper Works, weil der ist hier der schnellste frontangetriebene Wagen auf unserer Teststrecke. Und mit dem muss er sich jetzt eigentlich sogar noch mehr messen, weil das Konzept mit Frontantrieb halt. Aber wir sehen mal, was der Link & Co. 02 auf die Straße bringt. Wir sehen es jetzt auf der schnellen Teststreckenrunde. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben rein Frontantrieb. Und wir merken, so eine Sportskanone. Ist er auch nett und wir haben wieder das Lenkradproblem. So, merkt, ich muss den Controller ab- und anschließen, weil ich plötzlich nicht echt auf die Bremse treten konnte. Weil wir haben immer zwischendurch dieses Controller-Problem. Aber ja, soll ja heute uns nicht ärgern. So, jetzt beschleunigt er besser. Aber muss sich ja hier mit einem Renault Megane R vergleichen lassen. Von der Motorleistung. Und wir haben eine Bremse. So. Wir fahren jetzt Vollgas und Ecken. Und schauen mal, was er kann. Aber ich bin mal trotzdem gespannt, weil das ist für mich die erste Ausfahrt von diesem Wagen und alle anderen YouTuber haben den schon ausgefahren, außer ich, weil der eigentlich zu meiner perfekten Kategorie Hot Hatches eigentlich, zu meiner Lieblingskategorie Hot Hatch gehört. Ist es eigentlich schon Pflichtprogramm für mich, dass ich den fahre und jetzt mache ich's. Weil ich teste ja so sehr, sehr gerne die Hot Hatches. Weil das ist so die bezahlbarste Fahrzeugklasse, die auch Sportlichkeit bringt. Aber jeder Hersteller hat ein anderes Rezept, also wie sie einen Wagen sportlicher machen. Weil manche Hersteller gehen nicht über den Motor, sondern greifen erstmal ins Fahrwerk ein und dann machen sie den Motor ein bisschen. Und der andere greift ins Fahrwerk rein, macht ein bisschen ins Fahrwerk und greift ziemlich große Motor an, da hat man Kackes. Also jeder Hersteller versteht unter sportliche Hot Hatches so ein bisschen was anderes und ich verstehe einen kompakt sportlichen Hot Hatch. Erstens, er ist alltagstauglich. Zweitens, er ist sportlich. Drittens, er muss auch sparsam sein. Also, alltagstauglich gehört auch zu sparsam, also muss sparsam sein. Viertens, er muss genügend Restkomfort noch mitbringen, trotz seiner sportlichen Fahrwerksabstimmung. Und das zählt. Und Alltagstauglichkeit heißt ja auch ein Kofferraum, der groß genug ist.
weil sie vergessen haben in der letzten Folge einen sogenannten Topspeed-Test. Wir machen jetzt mit dem gleichen Topspeed-Test, das heißt quasi, wir fahren den auf Topspeed hoch und dann schauen wir mal, was passiert. So, und nach dieser flotten Runde schauen wir mal, was wir für eine Zeit gebrannt haben. Und wir haben eine Minute. 6, 2, 3, 2. Und ich muss schon sagen, ich scheint sogar gut zu sein. Also, hab's Gefühl, ich habe eine gute Zeit gefahren. Und ich muss sagen, ja, er kann sportlich, er hat gut bremsen, er packt schon zu. Typisch für einen Fronttriebler, er tut untersteuern und wenn ich halt stärker den Lenkrad einschlage, macht er das mit mehr untersteuern. Also, ja, also er ist ein typischer Hot Hatch. Und ja, macht er das ja auch, ein typischer Fronttriebler. Klassiker, Frontantrieb, Räder, dementsprechend, jo. So, jetzt geht es aber auf Topspeed-Jagd und schau mal, ob er was für eine sogenannte deutsche Autobahn geeignet ist, weil... Wir haben ein 8-Gang-Automatikgetriebe, muss schon sagen. Und zum Automatikgetriebe, ja. Ich muss selbst was sagen. Also, es hatte schon Autos mit mehr Antritt. Das Getriebe schaltet sich halt, ja. Du merkst, das Ding hat eine kleine Verzögerung, Beschleunigungsverzögerung, also eine kurze Schaltpause. Aber du merkst die schon ein bisschen, die Schaltpause, also die Verzögerung, wenn er schaltet. Also da hat schon einen gewissen Einfluss. Also du merkst schon die Zugkraftunterbrechung schon ein bisschen bei dem Wagen. Also ein so schnell schaltendes Getriebe ist es nicht, aber von seiner Art her ist es schon besser als ein Schalter. Und ja, ich schau mal, Topspeed-Test habe ich ja gesagt. Wir gehen jetzt wirklich mal Vollgas und schauen mal, was er bringt. Wir haben schon mal die angegebene Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten gerade. Und von den 8 Gängen brauchen wir nur 6. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt Fahrzeuge, die können gut und können das. Wir warten erstmal ab. Also seine angegebene Topspeed, das merken wir auch langsam selbst, erreicht er schon gut und ja. Ja, jetzt geht's bergab, jetzt geht's einfach nur noch bergab. Es wird jetzt einfach interessant, mit diesen Fahrzeugen immer schneller zu werden. Es ist ja ein Crossover, es ist so wie... beim Design ja keine Wunderwerke, gibt es auch als mit einem Hybrid-Variante gibt es den Wagen aus, aber hat nicht die Power eines und der sogenannte Hatchback, den Lincoln Kojas nennt, ist das Stockmodell von denen und ich sage, wenn die gerade länger wäre und die Dings flacher wäre, würde er eine Topspeed von 250 erreichen, aber es nimmt seine Topspeed 230 völlig an, kann ich bestätigen. Und 240 wirklich absolutes Limit für den eigentlich. Und ja,
Jetzt springen wir zum Tuning und schauen mal, was wir daraus machen können. Bis gleich. So, im Tuning-Menü angelangt, ein paar Tage später. Und ja, ein paar Tage später, ja, da ist jetzt zwischen den Cuts ein paar Tage vergangen. Aber ja, wir sind im Tuning-Menü. Dementsprechend geht es ab zum Tuning dieses Kraftfahrzeug, dieses Kfz. Und ja, wir schauen mal, was wir machen können. Also, wir könnten... Gut, Turbo Rally und Rising V8. Also, eins von beiden hätte ich schon fast gedacht. Ja, Frontantrieb haben wir. Es ist ja ein Crossover-SUV, aber da hätte ich Allrad gedacht, aber ja. Wir bleiben bei Frontantrieb und schauen mal, was wir da machen können. Gut, hätte ich schon fast gedacht. Wie gesagt, diese Option denke ich schon fast. Also eigentlich könnte ich da schon überspringen. Wir könnten jetzt bei... Wir haben Standard Straßenreifen, sehr interessant. Wir gehen mal auf Semis. Ich will was probieren. Wir gehen mal auf die breitesten Reifen. Okay. Noch gut. Das ist schon. Und gehen mal danach. Also, es ist ja eigentlich... Soll das Ding ja ein SUV sein. Aber sehr interessant, dass wir den in Forza als Hot Hatch haben. Und bauen mal ein bisschen um. Und schauen mal, was so geht. Renngetriebe. Renndiff. Du kannst auch einen Renndiff auch zum Rallye-Diff machen. Das ist einfach. So. Bremse. Jo. Das ist schon einiges. Boah, okay. Das ist schon ein Defizit bei der Bremse. Das hatte ich jetzt nicht so gemerkt. Für mich war es ein handlingsmäßiges Defizit. Dementsprechend. Ja, nee, das brauchen wir diesmal nicht. Da wollen wir heute nicht voll auf Kanüle gehen. Na gut, das gehen doch fast auf Vollkanüle. So, aber leistungsmäßig. Ich habe so einen Wert im Kopf. 254 PS haben wir. Und so glatte 300 müssten doch hier machbar sein. Ja, 9 PS. Kühler. Ja. 299 PS, die reichen. Da sehe ich die Leistung dieses Fahrzeugs bei 299 PS. Also eigentlich 1 PS fehlt uns für 300, aber... Ja, kann man mal machen. So... Dann fahren wir auf die Rennstrecke und machen zwei Rennen und dann ist wieder heute Schluss. Ja, heute gibt es auch einen Livestream, auch wieder sonntags und ja, dementsprechend auch coole Sache, dass sonntags nur noch Livestreams gibt. Ah, ich bin alt geworden. Aber 299 PS, das ist schon... stopp. Ja, wenn das Lenkrad nicht geht. Ja. So, Versuch der zweite nach dem Absturz. Und ja, schauen wir mal, ob es jetzt besser klappt. Daumen drücken. Weil ich habe Lenkrad abgezogen, dann ist ein Teil des Dings jetzt eben hier der Aufnahme. Ja, ja, schauen wir mal. Einfach abgebrochen, schauen wir mal. Also, wenn der
Cut. Unerwartet kam, lag es, dass das Spiel einfach abgestürzt ist. Und dementsprechend schauen wir mal mit dem zweiten Versuch, wie es ist. Lincoln Code 299 PS haben wir unter der Haube, dementsprechend ein Hot Hatch. Aber wie gesagt, das ist für mich eher kein Hot Hatch, das ist für mich ein SUV. Und ja, die ganzen anderen Hot Hatches hängen uns ja ab, aber schauen wir mal. Wir haben ja sehr auf Handling gesetzt, wie immer. 299 PS sehe ich bei so einem Wagen noch. Der Hot Hatch-Klasse. Jo, der geht gleich stramm geradeaus. Und zweitens ist das Lenkrad immer noch nicht Vollgas. Das merke ich sogar. Das Ding tritt eigentlich stärker an und ich hätte eine Vollbremsung machen können. Weil ich da ja jetzt, stand jetzt eben gerade voll auf dem Bremspedal. Also Leute, bitte, bitte fix das. Ah, jetzt fühlt sich doch besser an. Oh, was ist... Nochmal, immer noch nett. Das ist doch, ihr seht ja, 73% Vollgas und 13% Bremse, das ist für mich hier halt nichts. So kann ich selber nicht fahren. Immer noch, das ist doch hier. So, letzter Versuch. Jetzt haben wir doch Vollgas. Ja. Ja, jetzt geht's doch ein bisschen schneller voran. Durch technische Probleme hier geht es doch jetzt voran. Jo. Klar, es muss Stiff einstellen, aber drastisch, weil Lava ist deutlich schneller und wir holen jetzt schon wieder 3 Watt langsam wieder auf. Aber nee, also manche Tunings fallen mir leichter, das hier, da muss ja eigentlich. Gehen wir gleich ins Setup, schauen wir mal, was wir einstellen müssen, weil so sind die meisten Hot Hatches, wenn ich die getuned habe, so in der Grundeinstellung ziemlich unangenehm teilweise noch am Anfang. Man muss halt bei denen halt wirklich ins Setup gehen, wenn man die tuned. Und hier merke ich ganz klar, hier muss das Setup mal eingestellt werden, richtig. Und ich fahre ja nur mit Frontantrieb. Bei höheren Geschwindigkeiten geht es ja, aber Auto werfe ich ja extra in die Kurve hinein. Und der tut. Boah, der tut ja auch nur untersteuern. Jetzt war es zu optimistisch.
Und ja, es liegt jetzt ein bisschen an der Technik, wie ich gefahren bin. Und dementsprechend, ja, ich muss mich nicht wundern, wieso ein Renault Clio dann besser ist, weil, ja. So, letztes Rennen, na, stellen wir doch das Setup mal eines Fahrzeugs, weil es ist irgendwie Kraut und Rüben. So, das Auto ist neu drin. Es gibt Autos, da brauchst du nichts. Ja, gut. Schauen wir mal. Wir haben, ja, wir können da erstmal weniger Luft machen. 2 Bar. So, Getriebe. Wir haben 8 Gänge. Ah, vom Setup so ausgelegt, dass es eigentlich geht. Oh. Stopp. Habe ich wirklich... ja? Habe ich wirklich das Fahrwerk vergessen? Das würde es erklären, wenn ich das Fahrwerk komplett vergessen habe. Ich bin dann selbst der Vollhonk. Wie gesagt, Leute, ich gebe selbst zu. Wahrscheinlich bin ich selber der Blinde. So, schauen wir mal. Fahrwerk. Nicht Motor, sondern Fahrwerk. Ich weiß doch, dass ich ihn tiefgelegt habe. Nee. Jetzt machen wir das und dann schauen wir mal. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt. Jung, guck mal aufs Fahrwerk. Das Auto ist doch nicht tief. Ja, und ich... ich merke über das Fahrverhalten, aber es muss ich jetzt sagen, dafür hat das sehr im Fahrwerk trotzdem einen guten Job geleistet, also. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal das Rennen fahren und das schaffe ich so. Wir lassen jetzt mal die Einstellungen vom Fahrwerk so ein bisschen. Wir können aber ein paar minimale Einstellungen im Fahrwerk trotzdem mal machen. Also, erster Hinweis geht sicher, dass ihr wirklich alle Teile verbaut habt. Check. Eigene Checkliste. Aber Diff trotzdem. Oh, Diff könnten wir sogar sperren mehr. Also, da bin ich sogar der Meinung, das ist noch zu zahm. Das heißt, kein Plan Schimmer, für was die 8% gut sein sollen. Also, das ist so eine Einstellung, ich weiß nicht. Ah! Jetzt lenkt sich's besser ein. Also gegen den Renault Clio, es wird interessant, weil der ist eigentlich hier der King des Handlings. So ein Handling-Fahrzeug. Oh, aber, boah, aber du merkst schon seine SUV-artigen Attitüden schon noch. Guter ID4. Ach, den müssten wir auch noch. Hey. Muss ich wirklich die ID4-Schleuder wirklich eine Let's Play-Folge machen? Ei, gut, ja. Irgendwann muss ich das ja machen. Aber nur wann? Das hat mir keiner gesagt, also. Aber wir halten mit dem Abarth gut mit, also. Das ist doch gut fürs Setup, was ich gemacht habe. Nur fehlt mir irgendwie ein bisschen die Power. Korbenmäßig kann ich irgendwie mithalten anscheinend.
Ich muss nicht mal schalten, so gut geht's jetzt hier auf der Strecke gut hoch. Weil ja wahrscheinlich doch jetzt die Getriebeüberzeugung im Vorteil. Weil das merkt man gerade an dem Wagen, weil ich bleibe auf dem Gas. Ja, jetzt habe ich die Kurve ein bisschen zu schlecht genommen. Aber da am Ende pace der Treibertare einfach. Pacen dann plötzlich einfach davon, was du nicht hinkriegst die ganze Zeit, und die kriegen es hin. So, dementsprechend geht es weiter und nicht mehr weiter. Wir gehen jetzt auf die Teststrecken-Tabelle und schauen mal, wo er sich positioniert. Der Lincoln Co. Und auf der Teststrecken-Tabelle angekommen, ja, mit einer 1 Minute 6,3 setzt sich der Lincoln Co. zwischen den Honda NSX-R NA2 und den Golf 7R aus 2020, also eigentlich ein super Hot Hatch. Und ja, wir gehen jetzt mal aufs Baujahr ein. Wir sind ja schon im Jahre 2023 mit dem Linko. Ja, ist ein moderner Hot Hatch, kompakter, moderner Hot Hatch in der SUV-Klasse. So, das haben wir schon mal eingeordnet. Dann gehört er ja nur zu den Hot Hatches, also nicht zu den Super Hot Hatches. Zu den Super Hot Hatches gehört der Golf 7R, der Golf 7R aus 2014 und der Golf 8R. Und jetzt wisst ihr, was ich hinaus will. Und der Golf 8R, habe ich ja gesagt, er war von der Rundenzeit ja schlechter, man sieht's ja. Aber dass ein Wagen nur mit Frontantrieb und weniger Leistung schneller ist als ein Golf 8R, ja, das ist wieder so eine Sache. Man muss nicht immer einen Golf kaufen, um schnell zu sein. Man soll mal die Alternativen anschauen. Und Renault und Honda, Mercedes auch, die beweisen schon, dass man was machen kann. Und wenn wir halt weiter oben gucken, der 2010er Megane RS, 1 Minute 49, das ist extrem schnell. Genauso schnell wie der Honda Civic Type R aus 2016. Also, das sind ja völlig gleichwertige Fahrzeuge. Da haben wir den AMG A45, der ist ja auch deutlich schneller und älter. Und ja, gehört auch zu den Super Hot Hatches. Also da ist es so, Super Hot Hatches ja, aber bitte mehr B, also mehr Performance. Weil das kann bei VW wohl nicht sein, dass ein normaler Hot Hatch, aktuelle Baureihe, bei einem Chinesen besser ist als ein deutlich stärkerer Golf. Und dementsprechend verabschiede ich mich ab da und sage schon mal, wir sehen uns gleich im Livestream. Adios, amigos.